Schau, da ist das Haus von Glücker. Hallo Leute! So, jetzt. Ist niemand da? Verstehe ich nicht. Ich habe ihm doch geschrieben. Oh, lad mal wenigstens deinen Möbelwagen ab. Ich nehme diesen Rucksack. Oh, was nicht du bist. Aber von jetzt an trage ich. Lieber bricht ja der Kavalier zusammen, aber von jetzt an hilft der Glucker. Wo ist er denn bloß? Du, ich glaube, das ganze Dorf ist ausgestorben. Ich schau mal da drüben. Schon ist eigen. Entschuldigen Sie, ist was geschehen hier im Dorf? Wissen Sie, wo der Bergführer Glucker ist? Was ist denn passiert? Ein Mann kommt zurück aus dem Eis. Aus dem Eis? Wieso? Er ist vor Jahren in eine Eisspalte gestürzt. Jetzt gibt das Eis seinen Körper zurück. Die sieht ja aus, als ob er schläft. Komm, lass uns gehen, Maria. Da ist er ja, der Glucker. Hallo, Glucker. Ja, Peter, grüezi. Moment. So, mach er fertig. Jetzt. Ja. Ist das seine Mutter? Seine Frau. Aber das ist doch ein ganz junger Mensch. Vor 35 Jahren war sie es auch. Mein Gott, 35 Jahre? Ja, das Eis. Was macht das Eis? Es kommt vor 100 Jahren. Einer kam heraus, der hat eine ganz altertümliche Tracht angehabt. Es hat ihn keiner mehr gekannt. Herrje, dann, vorwärts! Yes, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Doktor, da kommst du um etliche Jahren zu spät. Los. Aber Herr Doktor, da braucht doch deinen Stempel nicht. Ich werde mir so sparen. Wer ist das? Der Doktor. Seine Frau liegt auch oben im Eis. Sie ist aber nicht von hier. Nein, kein Hiesiger. Das ist gut. Wen hat er jetzt gegrüßt? Den Berg?
Wir müssen alle mal sterben, das wissen wir. Aber ich will vorerst mal leben. Verstehst du? Ja, es ist nur... Ich hatte noch nie einen Toten gesehen. Aber ich, mir ist genug. Im Krieg. Oh, verzeih. So, Peter, jetzt sagen wir uns erst einmal richtig Grüezi. Grüezi. Herrschaft, nochmal. Ist der Laus überwachsen geworden. Muss ich jetzt vielleicht gar sie zu dir sagen? Unterstehe ich. Das ist doch sein ganzer Stolz, dass er mit dem berühmten Christian Glucker per Du ist. Mhm. Ah, die Frau Gemahlin? Noch nicht. Aber ich bin mir ein, ich habe Chancen. Warum? Behandelt sie dich schlecht? Dass du jetzt lachen kannst? Fräulein, die Welt dreht sich weiter. Und das ist gut so. Also, du hast Ferien und willst, dass ich dich an Seil nehme? Ja, und sie auch. Was? Der Spatz saugt er etwas im Berg. Ja, und ob, Talent hat sie. Und schneid auch. Schwer ist sie jedenfalls nicht am Seil. Ja. Aber das ist dumm jetzt. Was? Die Sache ist nämlich die. Tja, das ist aber... Da freut man sich endlich wieder einen richtigen Berg unter die Achsen zu bekommen und... Tja, und dann ist... Ja, aber da ist nichts zu machen bei meiner Frau. In dem Zustand. Das letzte Mal, wie es bei ihr so weit war... Da war ich nämlich auf dem Berg. Mein lieber Peterli, was mir die gepfiffen hat, wie ich heruntergekommen bin. Nein, ein zweites Mal riskiere ich das nicht. Tja, und wann meinst du dann? Die Hebamme ist schon alarmiert. Morgen oder übermorgen. Und ich komme euch nach auf die Hütte. Na gut, dann gib uns den Hüttenschlüssel. Hüttenschlüssel. So. Und das größte Unglück ist es auch nicht, ein paar Tage faulenzen zu müssen in solcher Gesellschaft. Ich tät das Opfer bringen. Das könnte dir so passen, du alter Hallodri. Potzogel, hast du da eine Zimmereinrichtung? Sie hat Geburtstag. Also, adieu, Fräulein. Grüß Gott, Herr Glucke. Wie viele Kinder haben Sie denn schon? Ich? Peter, jetzt wird sie boshaft. Und der da, der ist ja nun auch schon bald marschbereit. Schau. Wo ist denn der Hüttenschlüssel? Den hast du da. Da ist er ja. Oh, Schatti. Zieh dir mal gleich was an. Uff, vor allem mal Luft. Das muffelt ja wie in einer Katakombe. Da muss ja ewig keiner mehr oben gewesen sein. Kann ich dir genau sagen. 15. April. Woher weißt du denn das? Kalender. Ah, männliche Logik. Ah, luxuriös. Schau, Mokka-Tässchen. Und hier? Das Boudoir, gnädig. Da ist aber reichlich Platz für uns beide. Mir mitgebracht? Ist aber nett von dir. Oh, das ist aber hart, du. Hart? Das ist doch nicht hart. Was glaubst du, wie gut man darauf schläft? Wenn ich mich schon als Hausfrau betätigen will, dann stehst du mir im Weg. Schau, sogar später. Feiner Hund gewesen, unser Vorgänger, ne? Mhm. Wie viel haben wir denn heute, den 6? Dem gestern der 5. war.
Jetzt kommt aber die Rache. So, und von jetzt ab ist die Hütte für dich gesperrt. Gesperrt? Wieso? Eintritt verboten. Schon da? Ja, du hast wohl den Quietscher gehört. Junge. Das hast du alles darauf geschleppt. Und deine Ziehharmonika. Naja, jemand, der so gut spielen kann wie du, der muss doch endlich eine eigene haben, nicht? Blödsinnig gefreut auf die Zeit mit dir. Es wäre nett. Hm? Richtig ernst nimmst du mich ja nicht. Schau, wir sind so ganz allein. Auf weiter Flur. Zum ersten Mal. Hallo, alte Gletscherwanze. Hallo, Klaus. Servus. Was höre ich denn da vom Glucker? Ihr wollt auf die Ostwand? Wir sind so frei. Da lasst euch aber ja nicht erwischen. Die haben wir abonniert. Wir nehmen es zur Kenntnis. Wird euer Glück sein. Wo aus? Bianco-Hütte? Erraten. Servus. Wieder Jean-Claus. Auf der Ostwand. Jetzt gehen wir natürlich erst recht drauf. Wer ist denn das? Ein Studenten, Funz Bergsteiger. Schau mal, wie schnell das hier mit dem Wetter geht. Mhm. Du, jetzt sieht aber nicht aus, als ob er sich freuen würde über unseren Besuch. Wir werden ihm schon helfen, dem Burschen. Aber nun marsch an die Arbeit, du unnützes Weib. Deinem Herrn und Gebieter hungert's. Du, interessiert dich, wer vor uns da war? Woher weißt du das? Hüttenbuch. Weibliche Logik. Professor Pfützli, Pfützli oder wie das heißt, Archäologe. Respekt, der Mann kann Späne machen. Da gibt's Leute, die schreiben ihr Alter rein. Ach. Da? 6. Mai voriges Jahr, Dr. Johannes Jensen, 19 Jahre. Doktor mit 19? Das ist ein Ding. Das ist schon wieder. Dr. Johannes Jensen, 18 Jahre. Du, und wieder am 6. Mai. Scheint A ein Wunderkind, B Stammgast zu sein. Hallo, jetzt wird's aber spannend. Dr. Johannes Jensen, 15 Jahre. 6. Mai, nein. 6. Mai, das ist doch heute. Du, schlag doch mal zum Anfang zurück. Vielleicht ist er als Doktor hier zur Welt gekommen. Tatsächlich, du. Dr. Johannes Jensen und... Na? Ist er vielleicht gar nicht zur Welt gekommen? Maria Jensen, dahinter ein Kreuz. 6. Mai 1930 zum Westkreuz. Frau Jensen tödlich abgestürzt durch Eisschlag. Seilriss. Nicht aufgefunden. Glück. Du, weißt du, wer das ist? Der. Das war ja genau heute vor 20 Jahren. Na? Abend. Oh, bitte schön, hier ist schon Platz.
ich glaube, es ist nicht genug Holz da. Ja, und den Holzstoß, den müssen wir auch noch aufrichten, ehe es nachfällt. Hilfst du mir nicht, Maria? Doch, doch, natürlich helfe ich dir. Ich komme gleich. Herr Dr. Jensen. Woher kennen Sie mich denn? Ich habe gelesen. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Oh je, jetzt ist das Feuer ausgegangen. Schnell, das brennt. Haben Sie immer auf diese Art Feuer gemacht, wenn Sie hier oben waren? Ich habe nicht oft eingeheizt. Aber warum? Es ist doch kalt hier. Und man muss doch auch kochen. Hüttendecke haben eine unangenehme Eigenschaft. Und warm wird von dann zu tropfen. Das Tee, was er kocht. Ja. Geburtstagsfeier, wie? Ach ja. Soll ich Ihnen sagen, warum ich vorhin gleich wieder weggehen wollte? Es hat hier oben nämlich alles schon mal so ausgesehen. Vor 20 Jahren. Sogar das Röschen. Nur mit dem Unterschied, dass es damals keine Geburtstagsfeier, sondern ein Hochzeitstag war. Mein Hochzeitstag. Ich muss noch ein wenig ziehen. Geworden und warm? Das ist schön. Dankeschön. Die letzten schaffe ich nun auch allein. Komm, sei kein Kindskopf, ja? Hast dich anscheinend gut unterhalten. Schau mal, da ist ein Licht. Ist das die Hütte, wohin die fünf gehen wollten? Mhm. Ich habe mir diesen Abend anders vorgestellt. Wind. Hoffentlich bleibt uns der erhalten. Du hast jetzt wohl Hunger, drum bist du so grantig. Darf ich? Ja,
Sehr lieb, Schwester. Danke. Der Kavalier dieses Jahrhunderts. Ja? Weißt du noch, heute vor einem Jahr, da waren wir gerade auf die Mole hinausgegangen. Und du hast gesagt, das heißt, du musstest schreien, weil der Sturm so laut war. Ich möchte 1000 Jahre alt werden mit dir. Und dann hat es deinen Hut weggeweht und du wolltest ihn fangen und bist mir dabei so mörderisch auf die Zehen getreten. Sind Sie auch fertig, Herr Doktor? Hm? Trinken Sie den Tee nicht mehr? Doch, doch. Danke. Schau, da ist die Ostwand. Mhm. Oder hast du vielleicht keine Lust mehr? Wieso? Deswegen sind wir doch hier. Wenn du mir es zutraust. Ach, das mit der Eisrinne ist halb so wild. Schau, wir ziehen so früh los von der Hütte, hier, dass wir noch vor der Sonne drüben sind, in der Eisrinne. Und dann kann man es nämlich mit der Uhr in der Hand berechnen, alle 10 Minuten kracht was runter. Eine Viertelstunde brauchen Sie zum Überqueren. Sind ja keine großen Dinger, die da runterkommen. Nur Miniaturlawinen. Miniaturlawinen. Auf die Größe kommt's nicht an. Naja, ein bisschen Glück muss man haben. Muss? Es sollte der Geschmack verdorben werden. Kann aber gar nicht. Wissen Sie, Herr Doktor, das ist mein erster 4000er. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich da mitgenommen werde. Naja. Mischt er sich denn in unsere Angelegenheit? Lass doch. Du, sag mal, was machen wir denn, wenn der Storch von Glucke sich verspätet? Was weiß ich? Aber ich weiß es. Dann gehen wir allein. Das ist ein Witz, ja? Absolut nicht. Lass es beim Glucke noch eine Woche dauern und unser Urlaub ist futsch. Du würdest auch mit mir allein? Hm? Du bist ja... Wir gehen allein! Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt wird sie endlich geköpft. Die Geburtstagsflasche. Tun wir. So, und jetzt mache ich mir es gemütlich und ziehe mir mal was Bequemeres an. Das werden Sie nicht tun. Was? Sie werden nicht mit ihr allein die Ostwand machen. Entschuldigen Sie, was geht das Sie an? Nichts. Ich weiß nur, wie es aussieht, wenn man hinterher nichts mehr ändern kann. Erlauben Sie, ich glaube, verantwortlich... Verantwortlich können Sie niemanden machen. Sehen Sie doch mich an. Ich habe auch eine strahlend weiße Weste. Obwohl ich vor 20 Jahren... Aber zurückholen kann ich sie nicht mehr. Niemand. Menschenskind. Warum müssen Sie denn absolut mit ihr auf die Ostwand? Warum? Entschuldigen Sie, wenn mich diese Frage aus dem Mund eines Bergsteigers... Warum sucht man sich eine interessante Tour und geht nicht den Allerweltsweg? Eine Frage. Sie sind doch sicher ein uralter Bergsteiger, nicht wahr, junger Mann? Und der Tour auch gewachsen, oder nicht? Sie wissen, wie oft die Ostwand gemacht wurde. Nein. 4-mal. Am 3. Mal war ich dabei, am Seil vom Glucker. Ging damals noch zur Schule, wie prima. Vielleicht haben Sie nun ein bisschen mehr Verständnis dafür, wie sehr es mich reizt, die 5. Begehung zu machen. Die 6. Wieso? Ich war auch schon mal oben. Sie? Mit wem sind Sie gegangen? Mit mir allein. Allein?
Ich nehme mir das Prädikat Bergsteiger in Ihrem Sinne für mich nicht in Anspruch. Ich kenne nur einen Berg. Den. Den kenne ich allerdings gründlich. Lassen wir die Tür offen, damit der Schlafraum ein bisschen überschlagen wird. Ja. Bringst du die Flasche? Bitte. Wunderbar in der Hand. Und der Ton, also. Hast du gehört vorhin? Mir macht der Dr. Jensen Vorhaltungen, weil wir zu zweit auf die Ostwand wollen. Er war alleine oben. Ist doch was Schönes um die Konsequenz. Mein Lieber, ich bin ja schließlich nur mir verantwortlich. Aber uns versauen Sie es. Wir haben ja noch keine Gläser. Oh, doch, ich gebe Ihnen welche. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht, dass hier... Aber jeder glaubt, uns in unsere Sachen reinreden und gute Ratschläge geben zu müssen. Seit ich wieder im Schoß der Heimat gelandet bin, höre ich das zu Hause von morgens bis abends, dass du wieder mit dem Bergsteigen anfangen musst. Gib Obacht. Pass auf. Tu dies nicht und tu jenes nicht. So lasst uns doch. Wenn wir uns eurer Meinung nach die Schädel einrennen müssen, unsere Sache. Aber bleibt uns vom Leibe mit euren verdammten Erfahrungen. Komm, lass mich das machen. Komm doch bitte. Ich kann das schon. Zerredet uns doch nicht das bisschen Schwung, das wir noch haben. So stur sind wir gar nicht. Zur rechten Zeit haben wir nämlich auch Schiss. Schnell jetzt! So. Das andere ist in zwei Sätzen gesagt. Ihre Generation romantisiert die Dinge. Ach. Unsere ist nüchtern, unsentimental. Darum reden wir einander vorbei. Gute Nacht. Tja, das ist ein verpatzter Geburtstag. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich verstehe auch, dass Sie diesen Berg lieben. Es ist Ihr Berg, nicht wahr? Und Sie wollen nicht, dass ein anderer hinaufgeht. Schlafen Sie gut. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal her. Sie sind ja ein ganz verstiegenes kleines Mädchen. Der Berg, lieben, ich, den. Was mich hier hinauftreibt, das hat mit Romantik nicht, also auch gar nichts zu tun. Ein krimineller Akt. Das alles. Der Täter kehrt zum Tatort zurück. Immer wieder. Nein. Ein Unglück ist ein Unglück. Dafür kann ein Mensch nichts. Irrtum. Stimmt nicht. Ihnen sage ich es jetzt. Man hatte mich gewarnt. Herr Doktor, Sie sind ein guter Gär. Und Ihre Frau ist nicht übel im Berg. Aber es tut mir leid. Ich führe Sie jetzt nicht. Das Eis ist in Bewegung. Sie müssen warten. Ich wollte aber nicht warten. Glücker war für mich eine alte lahme Nebelkrieg und ich war doch ein Kerl. Aber dann ist er doch mitgegangen. Ja, nur weil ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt habe. Es ist gegen meine Überzeugung. Aber allein lasse ich sie natürlich nicht gehen. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Und dann sind wir eben gegangen. Es war ja auch ein strahlenschöner Tag. Aber beim Abstieg, na, das wissen Sie ja aus dem Hüttenbuch. Ein Eisprung schlug das Seil durch ein junges Knie und sie stürzte in eine Eisspalte. Alle Versuche, an sie anzukommen, besonders das Seil war zu kurz. Schließlich ging Kluck ans Dorf, Hilfe zu holen. Und ich wartete am Rand der Spalte. Ich wartete, ich schrie runter, immer wieder. Ich lauschte runter, meine Nerven angespannt bis zum Zerreißen. Aber nur das fürchterliche Tropfen der Eiszapfen antwortete aus der Tiefe. Deshalb? Ja, das.
Im Hüttenbuch heißt's nicht aufgefunden. Sie haben sie nicht mehr gesehen? Doch, doch. Ich hörte was. Ich feiger Hund. Geklettert bin ich am Seil. Wenn ich nur runtergesprungen wäre. Allein habe ich sie sterben lassen. Da unten. Irgendwo. Meinen Menschen. Der mich geliebt hat. Ich aber lebe. Ich lebe immer noch. Ich stehe morgens auf, rasiere mich, trinke meinen Kaffee, gehe ans Telefon. Seit 20 Jahren halte ich das aus. Aber Sie sind mir nicht alleine schuld. Ihre Frau ist ja mitgegangen. Mein liebes, logisches Fräulein, dieser hat nur einen kleinen Haken. Ich habe ihr Lukas Warnung verschwiegen. Aha. Jetzt sind wir verstummt. Trotzdem. Und wenn Sie es ihr gesagt hätten, ich bin überzeugt, sie wäre auch dann mitgegangen. Studieren Sie Juristerei, werden Sie Strafverteidiger. Ich habe viel zu viel geredet heute Abend, mehr als in den letzten 20 Jahren. Gute Nacht.
Schlafen. Oder? Schönen guten Morgen. Nobles Wetter, nicht wahr? Nach so einem Stürmchen. Und der Föhn, wie weggerotzt. Ich zieh mich an. Sie? Ja, ich. Oder ist noch jemand da? Kann mich aber nicht erinnern, dass wir zusammen ausgemacht hätten. Müssen Sie denn nun in aller Herrgottsfrühe mit mir wieder Krach machen, Herr Peter Hofkirchner. Hofkirchner. Ich habe nämlich keine Lust, Sie morgen da oben irgendwo zu suchen oder zuzusehen, wie eines der letzten guten Mädel langsam verrückt wird. Du sturer Bock. Es gibt Touren, die macht man nicht allein. Aber Sie haben sie allein gemacht. Ja, stimmt. Aber ein lächerlicher Zufall war es, dass ich zurückgekommen bin. Weil es mir wurscht war. Und komm, komm, trink rein aus der Pulle. Bethle, ist die Hebamme schon wach? Weiß nicht. Hol sie. Ich komme schon, ich komme gleich. Aha, ist das soweit? Ja, woher? Nichts rührt sich. Was denkst du dir eigentlich? Ich? Gestern sagst du 24 Stunden höchstens. Und gerade sagt die Frau, es kommt dir so vor, wie wenn es noch gut 8 Tage dauern könnte. Na, ich stecke ja nicht drin. Ja, Sternenfeufi, das musst du doch wissen. Für was hast du denn Hebamme studiert? Schau dir den an, wirst wohl erwarten können. Eben nicht. Sieh doch das Wetter. Ich muss auf den Berg. Habe keine Zeit, da unten herumzuhocken, für nichts und wieder nichts. Also, keine Zeit. Aber vorher, da hast sie dir genommen, die Zeit. Hier hat der Glucker damals angeseilt. Ich glaube, das machen wir ihm nach, oder? Und was nun? Geh hin, Jungs, wir nicht fangen das Reparieren an. Was kann denn nieder für Wanderriemen reißen? Hättest du es doch gestern Abend machen. Wir kommen ja ewig nicht weiter. Morgen. Schönen guten Morgen. Ausgeschlafen? Verschlafen, wenn es nach hinten gegangen wäre. Ich meine, wenn mich der Glucker schon ans Seil nehmen wollte, dann bin ich auch für Sie nicht zu schlecht. Na also, ich soll wohl in die Mitte. Das hätte ich mir auch feierlicher gedacht, diesen Moment. Schauen Sie so an sich, die feierlichen Momente, die meisten gehen schief. Da. Ach so, ich gehe hinten. Ja, ich dachte... Schon erledigt. Wenn du das dachtest, bitteschön. Thank you.
nachlassen. Die Bescherung. Was denn? Ich hab nicht die geringste Lust, hinter denen dreien zu trotteln. Schneiden wir ihnen halt den Weg ab. Bei dem Vorsprung? So ein Blasboy kann mir nicht. Sehr einfach. Wir traversieren die Rinne gleich von unten rein, dann haben wir sie schnell geschnappt. Der Schlauch ist nur unten verdammt breit. Aber bitte, einer was dagegen? Aber was? Na, also müssen wir uns entscheiden. Entscheiden? Das heißt, entscheiden. Jetzt geht's rein in die Rinne. Da gibt's kein Zurück mehr, da geht's nur hinauf. Das ist ja grotesk, ist das ja. Die Voraussetzungen haben sich verändert. Wir sind nicht mehr zwei Männer allein. Außerdem liegt was in der Luft. Ich spüre es. Bitte, die gehen ja auch. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass Klaus Eschner ein schlechter Bergsteiger ist. Vielleicht behaupten die da unten dasselbe von uns. Schön, dann kehren Sie doch um. Du auch, Maria. Ich wollte ja von Anfang an alleine gehen. Nein, Peter, das lasse ich dich nicht. Los jetzt, stimmen Sie. Ich denke, wir gehen. Los! Unser alter Haken in der Wand stecken. Daran hänge ich ja bereits. So, gleich kommt die nächste Bescherung, Walter, und dann gehe ich los. Sie? Warum wechseln wir nicht mal ein bisschen ab? Ich habe schließlich keine Lust, die ganze Tour hinter Ihnen herzulatschen. In der Rinne führst ich, das heißt, wenn du erlaubst, Maria. Seien Sie doch vernünftig und hören Sie. Thank you.
Na, lass. Weiter. Weiter. Vater, hörst? Hat sie's erwischt? Mein Rucksack, bitte. Der ist weg. Aber der von Peter ist noch da. Ich brauche was zum Bandagieren. Ja, wir haben Ersatzgurte. Warum? Ist mit Ihrem Bein was passiert? Den Eispickel. Ich helfe Ihnen. Danke, es geht schon. Schädel ist ganz. Verbandspäckchen da. Ja, das haben wir immer dabei. Der Zeltsack ist gut, den schieben wir ihn nachher gleich runter. Laterne. Kocher, was zu essen ist auch da. Na also. Nur mit meinem Rucksack ist das verdammt dumm. Pass auf, Fichte. Ja? Ich möchte, bevor es Nacht wird, wissen, was da oben los war. Ich gehe jetzt auf die Hütte. Lass mich doch hinauf. Die Mutter darf nicht so fahren. Wenn sie fragt, dann sagst du, der Vater ist in die Säge hinaus und holt die zweite Fuhre Brennholz. Herrgott, lass mich halt hinaus. Der Vater ist in die Säge hinaus. Und holt die zweite Fuhre. Hey, ja, ich bin doch kein Trottel. So redet man nicht mit dem Vater. Machen Sie Tee. Ja.
Bist du mit dem Doktor gegangen und dem Peter? Nein. Du, Klaus. Komm, trink den Tee, so komm doch. Dr. Jensen, was? Er ist so heiß. Sag mir. Nein, das ist ein bisschen Wundfieber, das ist nichts weiter. Das ist normal. Mein Gott, jetzt geht die Sonne weg. Was ist denn passiert, Drucker? Großes Lawinenunglück. Alles ausrücken. Ja. Weitersaugen. Ja. Ja. Da, nehmt den Verunglückten. Komm. Leuten! Lawinenunglück! Leuten! Vater, ja, wo steckst du denn so lange? Die Mutter hat mir die Ausrede nicht geglaubt. Mach geschwind. Wir müssen sofort losgehen. Du kannst jetzt nicht weg. Die Mutter hat schon nach der Hebamme geschickt. 7 Menschen liegen da oben. Und der Doktor ist dabei und der Peter. Ich will mit dir reden. Hallo? Ja, hallo, hallo. Hier ist das Schweizer Rote Kreuz, Inspektor Eisel. Sie wünschen? Lawinenunglück? Ja? Ja? Es sind 3 Mann, sagen Sie? Ja, ich weiß Bescheid. Alarmieren Sie die Bergwacht in Silvaplana und Champfer. Beginnen Sie die Aktion, sobald es möglich ist. Sagen Sie mir die Namen durch. Und bitte halten Sie mich weiter auf dem Laufenden. Haus brennt. Ja. Vierte Mutter. Vierte. Also, was ich weiß, das verstehst du, Mutter. Ich kenne dich doch. Und helfen kann ich dir ja auch nicht. Mhm. Lässt dich der Mutter gehen? Wie ist das ja? Da? Komm her. Thank you.
4 Studenten. Aus. Und die anderen drei? Keine Spur. Der Klaus hat ja auch gemeint, dass sie nicht von der Lawine erwischt worden sind. Help! Rufen Sie mit. Jetzt sieht man überhaupt nichts mehr. Liegen wir ein paar Stunden in die Hütte und am Morgen früh steigen wir ein. Gut, Vater. Dann kümmert ihr euch um die Toten und den Abtransport. Na, Sie werden doch das Licht nicht auslöschen. Aber es hat doch keinen Sinn mehr. Sie können doch von uns nichts erinnern. Und mit unserem einzigen Licht können wir uns keinen Luxus erlauben. So unheimlich neben ihm in der Dunkelheit. Oh, mein kleiner Kerl, wir nehmen ihn in die Mitte, den Jungen. Und wenn Sie sich fürchten, fassen Sie meine Hand an. Keine Tropfen warmes Blut mehr. Gleich ist sie da, die Sonne. Auf den Gipfeln scheint sie schon. Sie glauben wirklich, dass Peter nicht so friert? Das Fieber hält ihn warm. So, mein Kind. Kommen Sie. Auf! Da ist sie. Sonne! Sonne, es wird warm. Ist wach, ist wach. Oh, bitte, bitte nicht mehr anschreien jetzt. Peterle, schau doch diesen fantastischen Sonnenaufgang. Ah, wie laute Pfingstrosen. Morgenrot. Es gibt einen Wettersturz. Der Wind ist schon da. Was tut denn da so? Ist das Regen? Nur ein bisschen rieseln. Bleib nur schön liegen, Gluckerin, gell? Und tu dich nicht aufregen. Thank you.
Kerz. Keine Steigerse. Aus. Die Anmeldung St. Moritz. Ja, ich bleibe am Apparat. Bergwacht St. Moritz. Hier Inspektor Eiselt. Eine Meldung. Großes Lawinenunglück am Pispalü. Drei Menschen sind in höchster Lebensgefahr. Wir brauchen dringend Ihr Flugzeug. Mehl, nicht einschlafen. Du wachst ja nicht wieder auf. Ein bisschen lösen. Schön warm. Jetzt. Maria! Nicht einschlafen. Einzige Mittel, sie wieder wach zu kriegen. So, schaffen Sie sich Bewegung. Massieren Sie ihn wieder. Peter, um Gottes Willen, der friert ja. Weil er gefesselt ist. Deswegen sollen Sie ihn ja auch massieren. Besser. Vielleicht sind Sie schon in unserer Nähe. Lüg doch nicht. Weißt ja selber, dass es zu spät ist. Nie zu spät. So ein Flugzeug. Flugzeug. Peter. Hast du gekommen? Peter, komm. Hallo. Totschlagen. Ist mir ganz gleich. Ja. Ich schlaf. Thank you.
mich böse. Ich wusste nicht, dass es so leicht ist. Abseilen. Sie müssen direkt unter uns sein. Ja, ich glaub's auch. Also los. Ja, ich schreibe. Los. Komm. Gut sichern. Schneller. So, gut. Auf der Hütte.